Ein herzliches Willkommen zu einem kleinen verrückten Video auf meinem YouTube-Kanal, der Dennis spielt das. Wir werden heute mal ein wenig 110 Solo fahren, das war auf der Strecke Dresden-Riesa, wie ihr seht. Werden wir mal schauen, was passiert. Ein bisschen Gottmode gespielt und ja, gucken mal, wo wir ankommen, wie weit wir fahren können. Überhaupt bis dahin kommen, wo ich hin will. Ich habe mal Dresden eingegeben. Eine kleine Überführungsfahrt. So, noch fahren wir, noch ist alles gut. Ich will mal kurz auf den Plan schauen. Plan haben wir keinen. Also, Blindflug. Keiner weiß, wie weit es geht. Können wir gleich mal schauen, wie schnell die 110 überhaupt fährt. Die darf eigentlich nur 140 oder kann nur 140. Aber ich werde euch gleich das Gegenteil beweisen. Folgendes, die Zugsysteme aus und geben wir einfach mal Stoff und gucken, was passiert. Wie schnell diese Lokomotive fahren kann, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Der größte Bug von DTG. Schaut euch das an. Da oben steht 140. Wir fahren 170. Schaut euch das an. Das ist ja Wahnsinn. Wir fahren 200 km/h mit einer 110. Der Wahnsinn. Es geht noch weiter. Schaut euch das an. Wir haben schon längst das Ende des Tachos erreicht. Wie schnell wird diese Lokomotive fahren? Was tippt ihr? Alter Schwede, ey. Erreichen wir die 220? Sie geht jetzt ein bisschen bergauf. Oh,
Aber die 220 sind durchaus möglich. Guck mal, wie wir uns in die Kurve legen hier. Schaut euch das an. Die kleine Rennmaus. Und wir haben die 220 erreicht. 222. Schnapszahl. Perfekt. Wie schnell werden wir erreichen? 160? Ja, wir sind längst drüber. Wahnsinn. Wenn wir entgleisen an der nächsten Weiche, wer weiß das schon. Wie schnell werden wir mit dieser Lokomotive sein? Es geht im Moment auch bergauf. Nur noch mal zur Erinnerung, da oben steht's. Höchste zulässige Geschwindigkeit, höchst 140 km/h. Wir fahren 230. Mit der 110. Wahnsinn! Da machen wir ja jedem ICE Konkurrenz. Das ist ja unfassbar. Wenn es gleich bergab geht, geht auch die 110 ab. Wahnsinn, absolute Wahnsinn. So, gleich nur noch 120, ihr seht's. In 3 Kilometer, wir sind hier mit 234 unterwegs. Der Hammer, der absolute Hammer. Wir halten ja locker mit jedem ICE4 mit. Oder ICE3, die fahren ja auch nicht viel schneller. Ausgenommen der ICE1, der fährt 330 Höchstgeschwindigkeit, aber die anderen, die haben alle so 250 Höchstgeschwindigkeit. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt. Wenn die Kurve reinfahren mit 120, wo 120 erlaubt ist, wir haben 230 drauf. Speedtest, jetzt 110. Ich habe jetzt mal bewusst die Zugsicherungssysteme ausgeschaltet, weil die würden uns nur bremsen. Boah. Wo sind wir denn laut Karte überhaupt? Kurz von hier auch. Dresden, da ist Dresden noch so ein ganzes Stück. Soweit fahren wir mal nicht. Kurzes Stück noch.
Also 230 Höchstgeschwindigkeit, würde ich mal sagen. Jetzt geht's bergab. Fahrstufenregler sind voll ausgereizt, mehr geht nicht. So, dann werden wir gleich mal eine Vollbremsung hinlegen, würde ich sagen. Da kommt gleich gelb. Das ist nicht gut. Ich muss mal eine Vollbremsung hinlegen. Gucken, wie lange der braucht zum Anhalten. Schon einige Zeit. Alter Schwede, ey. Wahnsinn. Tja, ich würde sagen, Speedtest bestanden. Die 110 schafft 235 km/h. Ich sag da mal lieber nichts zu. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, habt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Speedtest. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.